Zweiter Teil. Jetzt kommen wir zu Reibung. Reibung. Mal eingangs eine Frage. Ein Auto mit schönen breiten Reifen, das sieht ja ganz schick aus. Aber eine Frage dazu. Solche breiten Reifen auf Schnee und Eis oder wie bei der Ente schöne dünne Reifen. Welche bringen mehr Grip? Frage ich mal so. Es ist verrückt, glaubt kein Mensch. Beide sind gleich gut, was die Bodenhaftung angeht. Aber warum fahren die alle mit breiten Reifen? Ich nehme mal zur Übertreibung Folgendes. Ich male das erstmal hin und dann zeige ich es mit was anderem. Nehmen wir mal an, wir haben einen ganz extrem dünnen Reifen. Der ist hier befestigt am Auto, am Rennauto meinetwegen. Das fährt sogar sehr schnell. Hier so einen alten Silberpfeil. So, und das Ding fährt. In alten, typischen, alten Krimis aus Frankreich, so in den 70er Jahren, sah man Folgendes. Wenn ein Auto mit dünnen Reifen um die Kurve fuhr, sah der Reifen so aus. Das heißt, bis hierher hatten wir die Felge, die ist aus Stahl, das geht ja, das ist nicht das Problem. Aber durch die Fliehkraft, wenn das Auto also nach außen gedrückt wird in der Kurve, hat es den Reifen fast von der Felge geworfen. So krumm waren die dann. Selbst im Film konnte man das sehen. Und das ist der Haken. Das passiert natürlich bei breiteren Reifen nicht mehr. Aber wir wollten uns ja mit der Reibung beschäftigen. Ich zeige aber jetzt schnell nochmal, woran das liegt. Auf zu den, das war die Eingangsfrage. Also es geht um das Thema Reibung. Und jetzt bringe ich nochmal einiges in Erinnerung. Und zwar Reibung. Könnt ihr euch vorstellen, dass egal welche Reifenart, dass der Untergrund entscheidend ist? Nehmen wir mal an, wir fahren auf der grünen Wiese oder wir fahren auf schwarzem Teer oder wir fahren auf Eis. Jetzt ist weg, ne? Bei Eis kann sich jeder vorstellen, da ist nicht mehr viel zu machen. Das geht uns auch im täglichen Leben so, wenn wir bei Eis draußen rumlaufen, dann schlittern wir ganz furchtbar. Es kommt also auf die Materialpaarung an. Ich komme dann gleich nochmal ganz genau auf die Materialpaarung zurück. Aber betrachten wir erstmal folgende Zustände. Und zwar, es gibt verschiedene Reibungsarten. Ich werde die gleich nochmal auf den Tisch hier vorführen. Aber der Versuch sieht so aus. Ich habe einen Holzklotz. Und den Holzklotz, da mache ich eine Strippe dran und dann ziehe ich mit einer gewissen Kraft. Der Holzklotz selber hat eine bestimmte Masse. Und wenn ein Gegenstand eine gewisse Masse hat und von einem anderen großen Massegegenstand, nämlich der Erde, angezogen wird, dann gibt es auch eine bestimmte Gewichtskraft. Die wirkt in diesem Fall schön auf die Fläche, wo dieses Holzklötzchen sich drauf bewegt, senkrecht. Man sagt bei Reibungsarten aber gerne, das ist die sogenannte Normalkraft. Denn ich kann Folgendes machen: Ich kann die Gewichtskraft des Holzklotzes nehmen und noch zusätzlich oben irgendwas drauf tun, damit die Gewichtskraft des Holzklotzes noch verstärkt wird um ein Gewicht, was ich zum Beispiel oben drauf stelle. Das dazu. Jetzt kann man Folgendes beobachten, ich werde es gleich vorführen, dass zu Anfang ich hier ziehen kann und die Kraft immer mehr werden lasse und auf einmal ruckt dieser Holzklotz an. Das heißt, bis dahin haftete der Klotz und deswegen sagt man, das ist erstmal die Haftreibung. Sobald sich der Holzklotz in Bewegung setzt, werden wir merken, ich werde das hier mit dem Federkraftmesser machen, also hier mit so einem Ding, wo so ein Zylinder und da ist eine Feder drin. Ich werde eigentlich hier dran ziehen und da haben wir doch dann solche rot-weißen Skalen. Rot und wieder weiß und wieder rot und wieder weiß und so weiter. Und da werden wir direkt sehen, dass es gar nicht mehr so viel Reibung braucht, wenn ich den Holzklotz einmal über die Haftreibung, wenn ich die überwunden habe, dann kommt die sogenannte Gleitreibung. Und da ist die Kraft gar nicht mehr so groß. Und noch schöner ist es, wenn ich das ganze Ding auf Räder stellen würde, dann hätte ich die sogenannte Rollreibung. Und jedes Mal werden wir sehen, hängt es auch vom Material ab. Und damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal. Ich zeige das jetzt erstmal, kann ich jetzt leider im Video nicht zeigen, aber das macht nichts. Das prägt sich ein. Also wir haben es jetzt gehört und gesehen. Haftreibung, das gibt also so einen gewissen Ruck, wenn ich die überwunden habe, die Haftreibung. Und deswegen ist das die größte.
Deswegen schreibe ich die als größte zuerst. Nicht ganz so groß ist die Gleitreibung und ganz klein ist die Rollreibung. Und jetzt gibt es Rollhaft- und Gleitreibungsbeiwerte. Aber woher kommen die Beiwerte? Die hat man aus der Praxis ermittelt, indem man gesagt hat, ich nehme diese Kraft, die ich hier ziehe, nennen wir Zug, sagen wir Zug, F-Zug, die Zugkraft, teile ich durch die Normalkraft, also die Anpresskraft praktisch, Fn. So, wenn beide in Newton angegeben werden, Beispiel 30 Newton und Fn sei nur meinetwegen 5 Newton gewesen, dann sieht man schon, dass sich hier die Newton rauskürzen. Das heißt, der Beiwert, der da rauskommt, der jetzt hier 6 wäre, das ist Quatsch, also das ist ein ganz blödes Beispiel. Dieser Beiwert, der ist dimensionslos, das ist also nur eine pure Zahl. Normalerweise ist es etwas anders von den Größenverhältnissen her. Diese Beiwerte, die werden als μ, und zwar μ-Haft, μ-Gleit und μ, das ist so eine Art U mit einem langen Anstrich dran, Roll bezeichnet. Und da gibt es ganz bestimmte Beiwerte und die kann man nachlesen in irgendwelchen Tabellenwerten. Und da findet man im Allgemeinen bei Haftreibungen Beiwerte von meinetwegen 0,2 bis 1,0. Oder bei Gleitreibung, weil die kleiner ist, 0,05 bis 0,4 ungefähr. Solche Werte findet man da. Und wenn man weiß, dass das hiermit zusammenhängt, kann man sich auch vorstellen, was da für Kräfte herrschen und man kann die sofort umrechnen. Und bei Rollreibung findet man fast nie irgendwelche Werte. Unsere Klasse, die hat das mal versucht rauszufinden, fast nicht möglich. Die liegen bei 0,0001 bis ein bisschen mehr. So in diesem Bereich liegen die. Und wenn ich mir jetzt hier wieder die Formel schnappe, dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich sagen, naja, machen wir es mal anders. Ich frage mal so, wieso liegen die von bis? Einerseits hängt es wovon ab und andererseits wovon noch? Ich sprach eben gerade hier oben davon. Wovon wird es abhängen? Klar, hängt einerseits vom Material ab, vom Untergrund, aber nicht nur vom Untergrund, sondern auch von dem, was darauf rutscht. Ich glaube, es lässt sich klar werden, dass ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe Gummi auf Asphalt, dann habe ich einen höheren Gleitreibungsbeiwert und auch Haftreibungsbeiwert, als wenn ich sage, ich habe Gummi auf Eis. Oder ich habe Stahl auf Stahl. Wo gibt es denn sowas? Wo gibt es Stahl auf Stahl? Die Materialpaarung Stahl reibt irgendwie auf Stahl. Moment. Bei der Straßenbahn, bei der Eisenbahn, ne? Ganz genau. Da nimmt man ganz absichtlich Stahl auf Stahl. Warum? Werden wir dann gleich sehen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Wie gesagt, das muss uns jetzt mal reichen. Aber ganz wichtig, wieso gibt es überhaupt eine Rollreibung? Wir stellen uns mal Folgendes vor. Ich mache mal erst die Skizze. Die Skizze ist wie folgt. Ich habe hier ein Rad mal versucht darzustellen. Und komisch, wieso kann ich nicht richtig malen? Warum habe ich hier in dieser Stelle hier? Warum habe ich hier und hier? Warum habe ich das so komisch gemalt? Beim besten Willen, wir stellen uns mal dieses Rad so vor, dass wir dieses Rad auf einer matschigen Oberfläche haben. Dann lässt sich durchaus erkennen, dass sich das Rad auf eine gewisse Art und Weise eindrückt. Das wäre nichts Besonderes. Aber, jetzt ist es wieder eine Frage. Nehme ich ein hartes Rad und eine ganz harte Eisenbahnschiene zum Beispiel, dann passiert das auch noch, allerdings nur noch ganz wenig. Ist einsehbar, ne? Aber jetzt, worin liegt der Trick der Rollreibung? Und dann nehmen wir uns nochmal unser Rad und stellen uns vor, wir fahren wirklich in eine relativ weiche Oberfläche auf dem Feldweg oder matschigen Weg oder sonst was. Dann passiert doch hier dieses. Dann habe ich doch das Rad umso viel tiefer plötzlich im Untergrund. Und das heißt nichts anderes, als dass das Rad immer dieses Stück hier bergan rollen muss. Das schiebt also praktisch vor sich stets einen kleinen Berg. Und deswegen gibt es Rollreibung.
Und je härter die beiden Oberflächen, umso günstiger ist es. Genauso könnte ich ein Rad weich machen. Kann man sich vorstellen, wenn die Luft abgelassen ist, auf einer harten Straße. Aber wie sieht dann das Rad aus? Dann ist das Rad nicht rund, naja, das ist sowieso nicht rund, sondern dann sieht das Rad auf einer harten Straße so aus. Und ich habe hier den Gummi zum Beispiel bei einem platten Reifen, der würde ständig, und da sagt man, gewalkt werden, also durchgeknetet werden. Und das schafft auch wieder Widerstand. Daher gibt es auch die entsprechende Rollreibung und man sagt im Allgemeinen dazu Rollwiderstand, sagt man auch gerne. Rollwiderstand. Das mal kurz dazu. Irgendwelche Fragen? Jetzt nochmal zurück zu unserem Thema. Achso, das Wort möchte ich natürlich den Zuschauern auch nicht vorenthalten. Die Arbeit, die geleistet werden muss, um mit so einem ollen platten Reifen ein Auto meinetwegen vorwärts zu rollen, die Arbeit, die ich da leiste, die wird letztendlich hier in Walkarbeit. Walken ist der Prozess des Durchknetens des Gummis in Walkarbeit auch ausgedrückt oder bezeichnet. Aber nochmal zurück zu unserem Beispiel mit unserem breiten Reifen und den dünnen Reifen. Das Auto, woran die sind, wir nehmen immer das gleiche Auto, bedeutet also, dieses Auto hat jedes Mal die gleiche Kraft. Die gleiche Normalkraft drückt entweder auf den breiten Reifen oder die gleiche Normalkraft drückt auf den dünnen Reifen. Und jetzt ist es letzten Endes nur eine Frage, jetzt haben wir ja die. Nehmen wir mal an, das Auto hat die Bremse angezogen, hier auch. Und ich möchte das Auto nach vorne bewegen, also anschieben, aber das Ding ist voll angebremst. Dann müsste ich praktisch so lange drücken, bis ich mit quietschenden Reifen das Auto vorwärts schieben könnte. Also die F-Zugkraft. Und die F-Zugkraft, die ist bei beiden gleich. Lustigerweise. Warum? Wenn wir nochmal sagen, dass die Zugkraft durch die Normalkraft geteilt wird und ich überhaupt nicht auf die Flächen oder Berührungspunkte oder sowas eingehen muss, dann kann ich auch ganz einfach sagen, die sind beide gleich. Das ist verrückt, ne? Es geht nur um die Kräfte. Und die Zugkraft kann man ausprobieren, ist die gleiche wie hier. Und die Normalkraft, weil es das gleiche Auto ist, ist auch das gleiche wie da. Und das ist das Verrückte. Deswegen ist es eigentlich egal. Aber wir wissen ja, erstens sieht es schicker aus, aber das ist nicht der Hauptgrund. Solche dünnen Reifen, die würden sich in jeder Kurve verbiegen. Und jetzt weiß man auch, bei Rennautos, die fahren ja nur wirklich ganz schlimm um die Kurve. Da kann man sich das nicht leisten, dass einem da der Reifen von der Felge springt. Das wäre albern. Lassen wir das zum Thema Reibung und machen dann im nächsten Video weiter.